Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte heute Morgen einfach extrem Lust, mich mal wieder so richtig fertig zu machen. Und ich dachte mir, diesen Tag nutze ich jetzt auch einfach, um ein paar Videos zu drehen. Denn ja, wenn man den ganzen Tag eigentlich nur zu Hause ist, dann macht man sich seltenst fertig. Und wenn ich mich da mal fertig mache, dann meistens nur für ein Video. Und deswegen nutze ich das jetzt. Heute gibt es mal wieder eine Einzelrezension. Und zwar zu Frankenstein von Mary Shelley. Ich hatte dazu in einem Vlog schon was gesagt. Ich weiß nicht, ob zuerst dieses Video oder erst der Vlog online geht. Aber ich war leider nicht ganz so begeistert von diesem Buch. Das Buch hat von mir 3 Sterne auf Goodreads bekommen. Und das Ganze hat einen relativ einfachen Grund. Ich erzähle euch jetzt aber auch erstmal, um was es in diesem Buch hier überhaupt geht. Und dann erzählen wir weiter. Ja, ich habe hier diese wunderschöne Fischer-Ausgabe, in der man auch hier vorne Frankensteins Monster sehr, sehr gut erkennen kann. Und hier hinten ist noch so eine kurze Information zum Buch und ich finde die Inhaltsangabe daraus sehr, sehr gut. Deswegen lese ich euch die vor. Der Roman erzählt die Geschichte des jungen Naturforschers Viktor Frankenstein aus Genf, der anderen literarischen Figuren wie Goethes Faust und Brians Manfred ähnlich an der Universität Ingolstadt in seinem fantastischen Erkenntnis- und Forschungsdrang sich selbst überhebt und sich an der Natur und seiner Familie versündigt. Er erzeugt als neuer Prometheus einen aus Leichenteilen zusammengesetzten Menschen von grässlichem Aussehen, überlässt das von ihm zum Leben gebrachte Ungeheuer aber sich selbst. Der Text erschien das erste Mal 1818, als Mary Shelley gerade 21 Jahre alt war. Ja, damals natürlich ein wahnsinnig krasses Ereignis, eine Frau, die so einen Horrorroman für die damalige Zeit rausbringt. Ich war natürlich sehr gespannt auf dieses Buch, denn ich kenne Frankenstein eben nur aus Erzählungen oder kleineren Ausschnitten. Dieses grüne Monster mit der Schraube im Kopf. Mehr wusste ich tatsächlich von diesem Monster gar nicht, deswegen war ich umso gespannter, eigentlich mal die originale Geschichte dahinter zu lesen. Ja, der Anfang war noch relativ interessant. Wir haben Viktor kennengelernt und wir haben einen weiteren Menschen kennengelernt, der auf Viktor stößt. Die beiden treffen sich am Nordpol, als Viktor vom Schiff aufgesammelt wird und Viktor erzählt diesem Mann auf dem Schiff seine Geschichte, wieso, weshalb, warum er genau dort ist und wieso er jemanden jagt. Ja, letztendlich ist das eine relativ kurze Anfangsgeschichte und dann beginnt eigentlich die Story aus der Sicht von Viktor und er erzählt, wie das alles zustande gekommen ist und er erzählt sehr detailliert. Also bis wir überhaupt mal zu Frankensteins Monster kommen, dauert es ein bisschen, weil er natürlich erst seine komplette Uni-Geschichte und erzählt, was eigentlich relativ interessant noch war. Ja, dann entsteht das Frankenstein-Monster und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mehr erwartet. Natürlich hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, das ist ein Buch von 1818, damals war natürlich das Thema Horrorgenre noch komplett anders als in der heutigen Zeit, aber trotzdem habe ich irgendwie noch so ein bisschen mehr erwartet und was mich so am meisten gestört hat eigentlich, war, dass auf die Kreatur an sich so gut wie gar nicht eingegangen wurde. Also die Kreatur wurde erschaffen und dann war sie plötzlich da und das war's. Ja, das Ganze funktioniert dann so weiter, dass das Monster sich auf seinen eigenen Lebensweg begibt und ja, einige sehr, sehr grauenvolle Dinge anstellt. Er sucht irgendwann Viktor wieder auf und hält Viktor vor, er sei schuld an allem und erhofft sich, dass Viktor ihm eine Gefährtin erschafft. Ja, ob er das tut oder nicht und wie es mit Viktor und seinem Monster ausgeht, das werde ich hier natürlich nicht erzählen, denn sonst würde ich euch ja das ganze Buch spoilern. Ich fand den Schreibstil an sich sehr angenehm. Ich fand, es war sehr, sehr einfach geschrieben, zumindest jetzt in dieser Übersetzung. Ich weiß natürlich nicht, wenn man jetzt eine originale Übersetzung vom Text von 1818 liest, dann ist es wahrscheinlich schon ein gutes Stück schwerer. Aber das hier war auf jeden Fall für mich ein einfacher Klassiker, den man auch super als Anfänger lesen kann. Er ist auch nicht besonders dick mit seinen 217 Seiten, was ich persönlich sehr gut finde.
Ja, trotzdem hat mir irgendwie in der Geschichte etwas gefehlt. Ich muss sagen, ich fand Victor jetzt auch nicht gerade den sympathischsten Menschen. Und auch sein Monster war am Anfang mir relativ sympathisch, aber auch am Schluss hatte ich für ihn nicht wirklich noch was übrig. Auch die übrigen Figuren im Buch, Victors Familie und so, war jetzt niemand dabei, der mich so krass berührt hat und wo es mir irgendwie super leid getan hat, was den Menschen passiert ist. Also letztendlich hatte ich da relativ wenig Mitgefühl in dem ganzen Buch. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach mit den Menschen an sich nicht so wirklich viel hatte, woran ich mich festhalten konnte, weil einfach die Menschen teilweise sehr, sehr oberflächlich nur beschrieben wurden und ich nicht diese persönliche Bindung sozusagen aufbauen konnte, wie man es zum Beispiel aus Stephen King Büchern gewöhnt ist. Und ich glaube, das war das größte Problem, denn ich hatte, wie gesagt, keine Bezugsperson in diesem ganzen Buch. Und das ist für mich immer so ein Hinweis, wenn ich mit keiner Person irgendwie mit keiner Person sympathisiere, so wie es mir ja auch bei Sturmhöhe leider ergangen ist, dann gefällt mir meistens die ganze Geschichte nicht, weil ich mich nie freue, dass jetzt irgendwie über eine andere Person wieder geredet wird. Ja, letztendlich muss ich leider sagen, dass ich die Grundgeschichte an sich sehr, sehr schön fand, aber dass mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt hat und dass ich auch irgendwie ein bisschen mehr erwartet habe. Ich dachte dann, der Schluss wird irgendwie nochmal so ein bisschen krasser und vielleicht schafft das Buch ja doch noch die 4 Sterne. Aber letztendlich war es für mich ein relativ durchschnittliches Buch, das man mal gelesen haben kann. Aber ich würde euch jetzt hier nicht sagen, ihr habt es noch nicht gelesen, ihr müsst es lesen. Sonst habt ihr was verpasst. Das definitiv nicht. Für alle, die sich für die originale Frankenstein-Geschichte interessieren, ist es auf jeden Fall ein schönes Buch. Man kann es auf jeden Fall mal lesen. Ich war dann aber auch tatsächlich froh, als ich es dann irgendwann durch hatte. Und ja, das war meine Rezension zu Frankenstein. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten natürlich auch wie immer eure Klassiker-Empfehlungen in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!